Schön, dass du wieder dabei bist. Ich wollte heute ein bisschen was zu dieser Schneidemaschine sagen, meinen Beitrag dazu teilen, weil ich jetzt in den letzter Zeit doch ein paar Videos gesehen habe, wo sich die Bastler sich diese Fiskars Schneidemaschine zugelegt haben. Und meine Schneidemaschine ist jetzt locker mal 8 bis 9 Jahre alt, also hat eine richtig lange Bastel, wie nennt man das jetzt? Bastelzeit hinter sich, ja. Und ich kann auch sagen, also wirklich eine Empfehlung da aussprechen für diese Maschine. Ich habe das nie bereut, auch wenn die Anschaffung, oh, das ist ein bisschen schmutzig, auch wenn die Anschaffung erstmal ja 89 Euro sind und das ist natürlich erstmal ein stolzer Preis. Also so um die 89, kommt auch drauf an, bei welchem Händler ihr das kauft. Ich weiß meine damals gar nicht mehr, wo ich die geholt habe. Das ist schon zu lange her. Auf jeden Fall hat sie damals auch schon 89 Euro gekostet. Also, oder bei mir hat sie 89 Euro gekostet. Das weiß ich noch. Ja, und mir ging das damals echt auch auf den Keks, immer diese Klingen nachzukaufen. Wobei ich sagen muss, dass ich für feines Papier die jetzt eigentlich nicht benutze. Also da habe ich dann trotzdem noch von Stampin' Up, habe ich noch, falls ein Schneidebrett mit alte Klingen, also ist noch ein altes Teil, das werde ich auch soweit aufbrauchen. Und ich habe auch vom Action, habe ich mir auch eins geholt und dann habe ich noch zusätzlich von Fiskars auch den Hebelschneider, den kleinen. Moment. Den schnell den kleinen hier, den habe ich auch schon bestimmt 5 Jahre oder so. Also finde ich auch richtig gut, ist richtig schön scharf. Außer dass man, wenn man das zu weit hier unten anlegt, das Blatt, dass sich das dann verhakt. Also man muss es bei dem mittig ansetzen. So, aber um den geht es jetzt, glaube ich, gerade nicht so wirklich. Aber ich wollte nur mal sagen, dass ich das habe. Vom Action natürlich auch das Schneidebrett und Stampin' Up. Also ich bin gut ausgerüstet. ja, wie gesagt, Klingen nachkaufen ist auch immer so eine Sache. Kommt immer darauf an, wie viel man auch bastelt. Ich verwende das hauptsächlich für stärkere Pappen, wie jetzt zum Beispiel auch diese Automagneten, die ich ja dazu verwende, also die Rückseite verwende, um da meine Standschablonen drauf zu machen. Und ich brauche jetzt auch wieder ein paar, weil die vom Teddy, die ich gekauft habe, ja, die gibt es gerade nicht mehr. Und bei mir sind sie alle jetzt aufgebraucht und jetzt brauche ich ein bisschen Nachschub. Und ich habe mir ja mal so eine Schablone da fertig gemacht für die A5 Füllen. Also dann mache ich mir mal so eine A5 Karteikarte rein, dass es ein bisschen stabiler wird. Und dann kommen da die Stanzen drauf. Zum Beispiel, keine Ahnung, habe ich noch einen übrig, so. Und dann kommt es halt da rein. Und hinten meistens das, dass ich das schon mal einmal ausgestanzt habe, dass ich auch ungefähr weiß, nach Ewigkeiten, wenn ich das mal wieder nutzen will, wie das eigentlich ausgeschaut hat. Das habe ich zum Beispiel, ja, bei den Krealeisten, habe ich das da hinten auch jetzt weggeschnitten und reingetan und wird der halt auf nach bei der Slimline-Karte. So, dann habe ich manchmal das Maß und so vor Augen, dann muss ich das nicht erst noch mal überlegen und das mache ich auch bei anderen Standschablonen. Das war jetzt nur so ein Beispiel. Wie gesagt, jetzt brauche ich noch ein paar. Habe allerdings, ach, ist schon wieder alles nicht da zum Teil. Ist egal. So, und das mit da unten liegt. Ich habe ja vorhin das Kokorosa Kooperationsvideo gedreht. So, Moment. Und habe die dann auch gleich so wegsortiert. Also die kommt ja bei mir ja im Ordner. Aber da hat ja jeder so sein System.
Ich mache das halt so und habe dann bei dem auch draufgeschrieben, Kooperation Coco Rosa, dass ich das einfach weiß. Bei den Action-Sachen habe ich es bis jetzt nicht so gemacht, aber ich überlege, ob ich das da auch mache. Mal schauen. Das ist, war mir jetzt gerade so spontan eingefallen. So, also das Gerät ist unheimlich toll, muss ich sagen. Du hast hier so eine Schiebeleiste. Man kann es ausklappen. Also ich finde, das ist auch richtig schön. Ja, es ist halt schwer, aber es nimmt nicht so viel Platz weg, dadurch, dass es aufklappbar ist. So sieht es von unten aus. Nicht so interessant. So, und da ist halt, also der, was eben das Tolle an dem Gerät ist, ist einfach, dass es eine selbstschärfende Klinge hat. Ich musste überhaupt nichts austauschen. Es lässt sich hin und her schieben. Ist richtig schön. Außer jetzt muss ich sagen, so das letzte Jahr, ja, kann man schon sagen, es ist ein bisschen schwieriger. Also ich habe dann schon immer mal angefangen, hier die Schienen ein bisschen zu ölen. Und das habe ich, das mache ich jetzt nämlich auch gleich nochmal. Das weiß ich, ach, es geht hier nicht auf. Oh. Ich habe hier so ein altes komisches Leinöl noch. Und das mache ich dann hin und wieder, dass ich einfach das hier ein bisschen säuber und öle. So. Allgemein mal wieder ein bisschen mehr fliegen. So, und dann lässt sich das wieder leichter schieben. Also, ja, das ist irgendwie das Tolle daran. Hier hat man diesen Aufleger. Ich mach das noch ein bisschen sauber. Nutze ich die Gelegenheit. Wo man dann das einlegen kann und dann geht's los. Und hier kann man das halt festmachen, dass sich das dann auch nicht groß bewegt. Seht ihr gar nicht noch. Ja, dieser Hebel. Und den kann ich nach vorne drücken und dann kann ich das rausnehmen. Ich kann das so lassen oder ich mache, wenn ich Angst habe, dass da sich doch was verschiebt, einfach den Clip nach hinten und dann ist das fest. Uwala, ich gehe einfach mal näher ran. Also den Clip meine ich hier. Den kann man einfach nach vorne schieben. Gucken, ob ich das in der Luft jetzt hinkriege. So nach vorne. Und dann ist das Teil beweglich. Und wenn man es sichern möchte, dann schiebt man es zurück und dann ist es einfach fest. Ja, und das ist es eigentlich auch schon. Jetzt habe ich festgestellt, dass ich bei Scheren, die ich mit, also ich habe da letztens EZ-Mount mit einer Schere geschnitten, also Stempel montiert, und habe festgestellt, dass da wieder eingebuddelt. Ich habe mal alles eingebuddelt. Das Stapeln ist auch nicht mehr so dolle hier. So schön aufgeräumt habe. Dass ich hier diesen Etikettenablöser, Aufkleber, Entferner benutzen kann. So, das wollte ich sagen. Um Scheren, die jetzt so richtig verklebt sind wie da, kriegt man wieder sauber mit diesem Etikettenentferner. Ein bisschen rubbeln. Und dann ist es weg. Also falls ihr verklebte Scheren habt, probiert es doch mal mit diesem Ablöser auf. Von Action, wie gesagt, gibt es den. Ich weiß es gar nicht, 1,99 oder 2,99. Nicht. Und ich habe hier nämlich auch meine Dreckecken. Hier sehe ich gerade. Und deswegen zeige ich euch das gerade mit der Schere, weil ich nämlich nicht so viel die Idee hatte, das da vielleicht mit wegzukriegen. Und ja, es geht. Super. Freue ich mich. Jetzt nehme ich wieder sauber aus. Geht ein bisschen Farbe, glaube ich, mit ab. Auf der anderen
anderen Seite nochmal. So, also es hat sich ein bisschen Farbe gelöst, aber ist nicht schlimm. Also man sieht das eigentlich nicht am Gerät. So. Das ist fest. Überall, wo man so auf Metall und so hat, und es so ein bisschen klebrig ist von irgendwas, kriegt man das total super wieder weg. Maschinchen, jetzt bist du auch wieder gepflegt worden. Jo. So sehen die dann jetzt aus. Vorher waren sie ziemlich dreckig, jetzt sind sie richtig flott. Ja, und ja, das geht auch. Also, du wisst jetzt auch nicht, wo man das irgendwie, wie man das anders machen kann. Ach, da unten, das kann sein, dass dann auch Klebe drauf ist. Guck mal, muss das da nochmal aufmachen. Vielleicht liegt es auch daran, dass deswegen die Schiene nicht mehr so ganz läuft. Nochmal. Oh, das geht auch weg. Super. Besser. Ja, es kann sein, dass wenn es nicht so richtig rund läuft, dass da irgendwas an dieser Metallschiene ist oder an den Metallschienen. Ach, sieht schon wieder nichts. So, jetzt eben hier auch mal gewartet. Alles schön weg. Aber wird's jetzt, weil die ist dreckig. Ich schaff da nochmal. So. Jetzt ist das Schnuckel schon wieder schön und kann benutzt werden. Ja, so, und zwar mache ich das hier so, dass ich eine als Vorlage habe und ich mir das natürlich markiere, wo ich schneiden muss, weil diese Wölbung möchte ich ja nicht haben. Hoppala, das wäre jetzt blöd. Anders machen. Ich muss jetzt ein bisschen Licht hier, sonst sehe ich nichts. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht gerade. So. Und dann. Das war der erste Strich jetzt. Und was ist der zweite? Beide gewesen sein. Und dann ziehe ich das einfach hier runter und habe hier eine gerade Kante
Und es geht sehr leicht. Jetzt geht es sogar noch leichter, wenn es ein bisschen geölt und alles hier so ein bisschen sauber ist. Dann kann man das richtig toll benutzen. So. Und zack, geht wie Butter. Wie Butter, Butter, Butter. Gucken. Äußerste Linie. So, wie gesagt, ich kann das, ich klemme das meistens nicht fest, aber ich kann das jetzt hier festklemmen und dann rutscht da, naja, es rutscht schon ein bisschen. Aber ich drücke dann halt hier immer noch mit runter. Jetzt können wir es mal von der anderen Seite und geht es halt auf. Also man kann es auch hoch. Natürlich ist das mehr Kraftaufwand, als wenn man es runter zieht. Aber es geht auch. So, ist noch ein bisschen schief eingelegt, sehe ich gerade. Nochmal runter. So. Jetzt habe ich die Teile. So, und das mache ich jetzt halt noch mit ein paar mehr Stückchen. Und ja, das war mein Fazit, meine Empfehlung für euch, weil ich es, wie gesagt, jetzt gesehen habe, dass jetzt da bei zwei, drei Leuten habe ich es gesehen, in den letzten Wochen auch vor allem bei der Konstanze von Kreativsucht und noch irgendjemand, das habe ich jetzt den Namen vergessen, ich glaube die Frau Pech oder so, die haben sich das gekauft und ich weiß nicht, ob da noch eine dritte irgendwie war, wo ich noch nicht so drauf geachtet habe auf den Namen. Und ja, deswegen habe ich gedacht, es ist wirklich eine absolute Kaufempfehlung, ihr werdet glücklich damit sein. Vielleicht habt ihr das Maschinchen hier ja auch schon, also die Schneidemaschine, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich finde, die Anschaffung hat sich gelohnt. Wie gesagt, ich habe das Ding schon 8 Jahre, also es ist 2022, 7 Jahre sind 2015, ja, kann auch 2013, 2014 gewesen sein, also so ungefähr die Zeit. Übrigens habe ich auch im Kindergarten, wo ich gearbeitet habe, jetzt nicht mehr da arbeite, auch die Empfehlung gegeben, also ich habe das mitgenommen in den Kindergarten und habe denen das gezeigt, weil die haben entweder auch nur diesen großen A3-Hebelschneider oder sonst alles mit der Schere und die waren auch total begeistert und wir haben uns den auch, ich glaube, ja, 4 Gruppen waren es, 2 U3, 2 Ü3, ich war im U3-Bereich und auf jeden Fall haben wir uns, glaube ich, 2 Stück davon, ein für den U3 und ein für den Ü3-Bereich angeschafft. Und also ich kann es empfehlen, auch wie gesagt für Einrichtungen oder also wo man viel schneidet, vielleicht auch für Lehrkräfte, für Erzieher, eben für viel Bastler. Überlegt euch das, es ist wie gesagt eine Anschaffung, aber eine sehr langfristige. Also wenn ich das jetzt 89 Euro auf 9 Jahre, da hat mir die Maschine 10 Euro vielleicht im Jahr gekostet, wenn man das jetzt so berechnen will. Das soll es gewesen sein. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen schneiden. Ich werde euch die Maschine verlinken, wenn es das gibt über Amazon. Ansonsten müsst ihr mal schauen. Aber ich denke, die werdet ihr, wenn ihr wollt, schon finden. Okay, also macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.